Gigant, ruhig, Blaskowitsch. Du bist nur einer dieser Regimeleute, der mitten in der Nacht einen Kaffee holt. Einfach zurück zum Abteil. Augenkontakt vermeiden. Ich bin nur ein Nazi. Nur ein stinknormaler Nazi. Ich bin ein talentierter Nazi. Mit der frischen Milch zum 16.09. Abreißenzucker. Ich bin ein ganz normaler Nazi. Was gibt's denn hier so? Dieser Ausgang ist gesperrt. Hier geht's nicht durch, mein Herr. Nehmen Sie den Ausgang am anderen Ende des Waggons. Aber ist sehr nett. Schon. Sehr nett und freundlich sind sie. Sie können den Kaffee auf dem Tisch abstellen. Okay. Er ist armlos. Stellen Sie den Kaffee auf dem Tisch ab. Ach so. Oh, bitteschön. Augenblick mal. Lassen Sie sich mal ansehen. Ja. Sehr schöne und vollkommene Züge. Findest du nicht auch, Bubi? Ja, mir gefallen seine Augen. Bitte, setzen Sie sich. Ich bin nur ein Nazi. Entschuldigen Sie mein Benehmen. Ich bin Oberstleutnant Engel. Und das ist mein liebreizender Begleiter. Das bist du doch. Was soll das, mein Herzblatt? Ich möchte Sie einem Test unterziehen. Mit diesem Test lässt sich feststellen, ob Ihr Geist womöglich verunreinigt ist. Ich bin mir sicher, dass Sie diesen Test mit Leichtigkeit bestehen werden. Und wenn nicht, dann werde ich Sie erschießen. Haben Sie verstanden? Das ist nur ein Test! Aber antworten Sie ehrlich. Wenn Sie nach der Waffe greifen sollten, sind Sie tot. Noch bevor Sie Ihre Entscheidung bereuen können. Gut, lasst uns anfangen. Gleich mal ausprobieren. E-Spam, komm. Wählen Sie das Foto, das Sie erregt, wenn Sie wissen. Was machen Sie da? Hey, mich erregt die Pistole. Jo. Ja, jetzt haben wir es wenigstens gesehen. Ich habe es nur deswegen gemacht. So, dann nochmal. Wenn dann schon Mund, ne? Ach so. Und jetzt wählen Sie das Foto, das in Ihnen Glücksgefühle auslöst. Naja, die Blume. Interessant. Mhm. Meinen Sie, dass dieser Mann unsauber ist, Bernhard? Ich weiß nicht, Frau Oberstleutnant. Ja, das werden wir bald wissen, nicht wahr? Diesmal wählen Sie das Bild, das Sie am meisten mit Abscheu erfüllt. Ja, ich hasse Spinnen. Ich hätte sagen sollen, dass es Ihre letzte Wahl ist. Also wählen Sie weise. Spinnen. Weg mit der Spinne. Ich sage Ihnen etwas. Wären Sie nicht sauber gewesen, hätten Sie zur Waffe gegriffen. Sie müssen diese Dame schon entschuldigen. Sie liebt es, diese Bilderrätsel mit wildfremden Männern zu spielen. Diese Bilder! Urlaubsfotos, alte Kriegsaufnahmen, gar nichts. Davon abgesehen kann ich einen verdorbenen Geist mit bloßen Augen erkennen. Du etwa nicht. Ein Kaffee wird kalt. Lassen Sie ihn gehen, Bernhard. Danke schon. Ich nehme mal an, in seinem Abteil wartet eine hübsche Dame auf. Ach, lass gut sein.
Vergessen Sie den Kaffee für Ihre Freundin. Werde ich nicht vergessen. So, das war die Oberstleutnantin. Ja, Wort vergessen. Lieutenant. Nur das englische Wort. Engel. Boah, wo ist denn mein Abteil? Was sehe ich denn da? Leider kein Gold, aber gut. Doch, okay. Gold ist immer gut. Nicht mein Abteil. Okay. Hier rein. Mit dir? Ist ein Marathon gelaufen. So. Ja. Ich bin doch schon drin. Hier, dein Kaffee. Schatzi, dein Kaffee. William? Ja. Ich bin schwanger. Ist der für mich? Ja. Es gibt hier nur ein Bett. Ja. Würden Sie es mit mir teilen? Manchmal Weihnachten, manchmal ein Geburtstag, manchmal Zerstörung, Leid und Tod. Und manchmal braucht man einfach etwas Gutes. Manchmal braucht man was Gutes. Dort haben wir exakt 2 Stunden aufgeteilt, bevor wir in Richtung Zagreb weiterreisen. Ich weiß, wo wir hin müssen. Wie wir ins Gefängnis Eisenwald reinkommen. Da ist ein Hotel, nah bei der Zentrale der Geheimpolizei. Jeder kennt sie. Die Zentrale der Geheimpolizei ist hier in Berlin berüchtigt. Dorthin bringen sie Gefangene zum Verhör. Foltern sie. Dann bringen sie zurück nach Eisenwald. Wenn sie noch leben. Ja. Was geht da vor sich? Ein Gefangenentransport. Komm schnell. Messer will ich mitnehmen. Ja, ich bin doch schon da. So. Sie holen Gefangene ab. Du musst irgendwie auf das Dach des Transporters gelangen. Wenn du dort unentdeckt bleibst, kannst du bis ins Gefängnis von Eisenwald mitfahren. Ich gehe nach unten und lenke die Wache ab, damit er dich nicht sieht. Steht fest. Diesem Kerl fehlt es nicht an Eitelkeit. Ich bin schon ein richtiger Motherfucker, Alter. Ja, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Hinten gibt's bestimmt Gold. Neue Folge von Wolf Design, The New Order. Natürlich mit meiner Wenigkeit. Guten Tag. Eins. Ja. Leider nichts Besonderes hier. Hätte aber auch so ein Messer. Echt. So. Und runter mit mir. So. Zack, rein mit mir. Oh, ich kann mich hier ausrüsten. Anscheinend gibt es hier gleich Ballerballer. Kann ich gleich wieder Nazis töten. Bin, glaube ich, irgendwie Nazi gestört. Die Nazis tun mir nicht gut, auch wenn sie gar nicht mehr leben. Oh, leben tun sie bestimmt schon noch, aber ihr wisst schon, was ich meine. Oh, schwieriges Spielzeug. Ohne Batterie wertlos. Jetzt bin ich aber glücklich. Muss hier noch Gold herrschen? Also irgendwo hier liegen? Und dann bin ich überglücklich. Batterie ist leer. Muss neu aufgeladen werden. Okay. Ich hab ein Ding weg. Oha.
Und da bin ich jetzt glücklich drüber. Das ist nicht gut. Da ist Gold. Mein Gold. Ja, ich hab Gold. So. Das fällt mir. Also, ein Laserschneider, den würde ich auch so mal mit nach Hause nehmen, ne? Also. Jetzt muss man nur wissen, wie man den hier benutzt, Mensch. Irgendetwas. Da ist noch mehr Gold. Oh yeah. Oh. Da. Ein goldener Rahmen. Zack. Oh Gott. Reden da nicht rüber. BJ Blazkowicz ist nicht mehr so athletisch wie früher. Also kann man nichts machen. Oh BJ. Den Sprung schaffst du doch. Das sind 2 Meter. Ein mit dir. Ja, so erschrocken, Mann. Und die Tür da vorne ist offen, ne? Oh, scheiße. Mache ich jetzt, wenn er wieder zurückkommt? Ich kann nicht nochmal raus, oder? Scheiße. Was soll ich denn jetzt machen? Pack dich um. Mein Messer ist neu. Nein, weißt du nicht, kennst mich gar nicht. Nein, was geht hier vor? Hier ist niemand. Stopp. Ein Eindringling! Nein, dreh dich um. Geh weg. Hier ist kein Eindringling. Hör auf. Rückwärtsgang. Mit deinem Zauberstab da. Harry Potter war letztes Jahr. Was soll ich denn jetzt machen? Ah. Ah. Stech, geh weg! Geh weg! Hans, wie auch immer ihr alle heißt. Ihr alle gleich. Okay, Ferien, bla bla bla. Aber anscheinend haben wir es ja gut hinbekommen. Einfach wild drauf losstechen. Oh, ich habe eine Karte. Mann. Guten Tag. Müller, ich habe die Wiesenau-Gefangenen 16 Stunden lang am Stück verhört. Diese nächtelangen Verhöre bringen mich noch ins frühe Grab. Ich gehe jetzt nach Hause und schicke die Gefangenen zurück nach Eisenwald. Der Bus ist vorhin eingetroffen. Müller, antworten Sie! Verdammt, Müller, Sie erwarten, dass ich Sie bei jeder Kleinigkeit um Erlaubnis frage und Sie besitzen nicht mal den Anstand, auf eine einfache Transportanfrage zu antworten. Lecken Sie mich doch am Arsch, Sie Drecksack! Sie sind eine Schande für die ganze Operation! Ich nehme keine Befehle mehr von Ihnen entgegen, verstanden? Ja, bin ich auch. Sehr sympathisch. Dieser Herr Müller mag ich.
So. Wir sind also Herr Müller. Oder? Was? Ist nur ein toter Nazi. Alles meins. Genau. Wann ist es geschafft? Schon bald. Wieso? Da muss ich jetzt weiter. Ja. Dann gehen wir mal. Hier, Bastarde, raus! Schichtwechsel, wir sind spät dran. Eine Minute. Genau eine Minute, Hans. Dann müssen wir aber los. Los, Hans. Nach rechts. Bist du schnell? Komm schon. Vorwärts. Bin ich der schnellste Verdammt. Ich zeig's dir, du faule Sau. Los. Du bist ja nicht zum Faulenzen. Raus. Schnell, vorwärts. Ich zeig's dir, du. Eine Kulisse. Komm schon. Vorwärts. So. Schön hinterher. Aufstehen. Vorwärts. Bin überlegen, bin auch am überlegen, ob wir White nochmal treffen, weil irgendeinen Grund muss es ja haben, ihn gerettet zu haben. Oder ein paar Leute von unserer Gruppe. So, spring. BJ, spring. Hört man auch gar nicht, Digga. Nee. Überhaupt noch etwas auf dieser Welt, das sich zu retten lohnt. Verzweiflung. Tyrannei. Ein endlos mächtiger Feind. Ob meine alten Kameraden noch am Leben sind. Vorsicht! Wenn ich der Letzte bin, dann kämpfe ich allein. Und ich verspreche euch. Los, los, dreckiges Pack! Freunde, wenn sie euch hier festhalten, werde ich euch finden und befreien. Da oben sieht's schlecht aus. Bist du sicher, unbemerkt auf dem Dach weiterzugehen? Gehen dann zum nächsten Kontrollpunkt. So, zack, zack. Zap, zap. Da hinten geht es bestimmt irgendwo lang, wo es Gold gibt. Gold, 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 Gold. Gold. Kein Gold. Nix. Pech. Brauche aber Gold. Muss reich werden. Ab. Mit Luft holen wird's nicht mehr, ja? Die Schlösser jetzt. Oh, da ist Taub auf beide Ohren. Wie auch immer. Hier ist Hundefutter, willst du es essen? Zack. Hier auch noch Kameras. Ach du Heilige. Nee, Mann. Nee, komm. Habe ich jetzt absolut keine Lust, ne? Was soll ich denn das jetzt machen? Der Typ ist tot. Ah ja. Ja, weil Patronen sammeln, obwohl ich nicht meine Waffe habe. Ich bin auch gut vorbereitet hier. Nee, nix was. Du siehst auch nicht die Leiche, du bist blind. Du bist ein normaler Nazi. Genau.
Schneller, 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 schneller. Zack. Sehr clean. Hä? Oh. Wer will mir denn jetzt die Fresse einschlagen? Hör doch auf. Siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Ah! Fuck. Schon bist du tot. Er ist noch voll. Dann gehe ich mal weiter. Hier lang? Nee. Ach. Zack. Und tot bist du. Mann, ich bin more fucking BJ Blazkowicz. Ihr könnt mir gar nichts. Merkt euch den Namen. Nee, das wollte ich gar nicht. Zack. So. Bin ich hier angelangt. Oh mein Gott! Ja. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auch gerne eine Bewertung da, damit ich sehe, dass es euch gefällt. Und ein Abo, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Schreibt in die Kommentare, wie ihr dieses Spiel findet. Ich finde es mega geil bis jetzt. Es hat auch noch eine lange Story vor sich. Ich freue mich auf jeden Fall, das mit euch zu spielen. Und ja, haut rein und ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.